Ja, wie sehe aus, würde ich verreisen. Wandern gehen, oder was? Gutes Zeug. Das wollen wir jetzt da reinballern. Mama. Dario, du guck und lern. Guck mal, wie er guckt. Boah, der ist da total interessiert. Guck, wie der interessiert guckt. Der mag sowas. Ja, Dario. Ich kann ja gleich prüfen, indem man einfach den Wagen anmacht. Dann merkt er ja. Oh, sehr gut. Wie gut. Zusammen, ich grüße euch. Willkommen zu einem neuen Familienvlog. Oh Gott, jetzt ist es dunkel. Jetzt wird es wieder heller. Ich wollte mir nur eben die Haare zumachen. Und dann wollten wir noch ein bisschen was erledigen. Da nehme ich euch aber auch gleich mit. So, guck mal, die Kamera hier abstellen. Ja, ne? So, mal wieder die Mama-Frise machen. Es ist einfach warm. So. Und geht, ne? Kann man so gehen? Und zwar ist beim Carlitos ein Lämpchen mit dem Auto angegangen. Was steht da? Was wird da eigentlich angezeigt? Einfach nur Öl steht da. Ja, du musst den Ölstand prüfen. Ach, steht da bitte Ölstand prüfen? Genau. Okay. Mama, wir wollen Fahrzeug. Ja, das klären wir gleich, okay? Daraufhin wollte er direkt zu VW und das machen. Aber ich meinte, nö, das kann ich, das mache ich. Ich prüfe erstmal den. Wir sprechen das bitte gleich, okay? Ja, den Ölstand testen kann ich nämlich selbst. Das ist ja total einfach. Carlitos kann es jetzt auch, oder? Ja. Ich habe es jetzt gerade gezeigt. Also ich muss es auch noch zumachen, ne? Genau. Das wird aber nur rausgenommen. Dann macht man das mit Sever schön sauber. Dann tut man es nochmal rein. Dann nimmst du es wieder raus. Und dann musst du halt zusehen, dass das Öl im besten Fall bis Maximum angezeigt wird, ne? Ja. Und genau, wenn es im Bereich das Minimum ist oder drunter oder wie auch immer, dann sollte man natürlich nachfüllen. Und ich habe gerade geprüft und habe dann halt festgestellt, dass da zu wenig drin ist. Jetzt haben wir noch eben geguckt, was für ein Öl da reinkommt. Und jetzt wollen wir das befüllen. Ja, und auch so zumachen. Und Carlitos meinte, wir fahren nicht mit dem Auto, wir gehen zu Fuß. Ja, besser. Ja. Hast du Angst, dass du mitten auf der Straße bist? Nein, passiert nicht. Nein, gut ist es nicht. Aber wenn du jetzt die paar 2 Kilometer fährst, glaub mir, da passiert nichts. Was geht nicht richtig zu? Man muss fest sitzen, genau. Ach, Carlitos, warum musst du mehr essen? Oh, mein Baby. Ja, dann machen wir einfach einen Spaziergang bis dahin. Ist nämlich noch ein Stück. Müssen wir gucken, nehmen wir Kinderwagen mit, Bollerwagen. Nee, Bollerwagen dann doch nicht, ne? Kinder meinten ja gerade schon Fahrzeug. Aber dann müssen wir gucken, was für Fahrzeuge die Kinder mitnehmen wollen. Weil ins Geschäft damit ist ja blöd. Irgendwas, was man draußen abschließen kann, Fahrrad zum Beispiel, das würde natürlich gehen. So. Petka geht doch auch am Stuhl. Hinten ist so ein Loch drin. So. Ja, aber so, was finde ich blöd. Da. Da. So, ich ziehe mir noch eben die Schuhe an. Nehme was mit für die Kinder zum Snacken. Wasser. Und ich hätte noch so Früchteriegel. Was kann ich noch mitnehmen? Tasche brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Nee. Alles unterm Kinderwagen. So, Schuhe an. Gucken, dass die Kinder vorher noch Pipi machen. Und dann. Ach, du hast noch gar keine Schuhe an. Fahrradkorb nach rechts! Ist das eine Stelle? Eben. Kann ich nicht. Da hinten.
weiß ich nicht. Ja, so viele Schritte ist die Mama heute gelaufen. Da hinten ist das. Was ist da? Da müssen wir hin. Da wollte ich. Da müssen wir hin. So, wir gehen jetzt erstmal Pakete wegbringen. So, ich bin bei Rewe. Wir sind gerade bei Rewe drinnen. Schaut mal. Das ganz wir haben unten. Eis bei Rewe gekauft. So, da ist auch. Schmeckt sauer oder was? Was denn? Du musst ja hier so ein bisschen drücken, Lisa, und dann kommt das unten raus. Ne? Ist aber sauer. Ist sauer. Sauer macht lustig. Orange oder klein? Wir sind schon wieder auf dem Weg nach Hause. Wir haben es leider nicht gefunden. Wir waren auch bei Rewe ein paar Sachen eingekauft. Eis und Popcorn dürfte mit und noch ein bisschen mehr. Ja, dann müssen wir noch woanders hin. Dann müssen wir noch woanders hin. So, wir sind zu Hause. Und jetzt sehr viele. Mhm. So, dann fahren wir zu ATM. War mir aber von vornherein klar, dass die das nicht haben werden, ne? Aber gut, also wir waren jetzt nicht bei Rewe, wir waren bei Thomas Philips. Genau. Ich habe gesagt, wir müssen schon zu VW oder eben bei ATU. Gut, die Heides-Tankstelle könnten das auch haben, ne? Ja, aber ATU ist schon, da haben wir schon richtig. Ihr Lieben, wir haben mittlerweile einen neuen Tag. Ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt. Zum einen war das Akku leer, also ich war da echt nicht vorbereitet. Und ja, der Carlos ist dann heute erst los. Er meinte dann gestern, oh, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Und ist dann heute nochmal losgegangen. Genau, mit dem Fahrrad tatsächlich. Wie war die Fahrt eigentlich? Ich habe dich gar nicht gefragt dahin. Schon anstrengend? War anstrengend? Ging. Ja, hier ist das gute Zeug. Das wollen wir jetzt da reinballern. Jetzt? Ja, ne? Komm da, wir gehen mal raus. Hast du Zeba da? Sauer machen? Im Auto, hier nicht. Ich meine, im Auto brauchen wir es. Müsste sein, ja. So. Willst du auch mit? Ja, draußen bleiben, Lisa, ja? Ja, dann zieh dir Schuhe an. Langsam, Luisa, ne? Die Tür geht anders auf. Was denn? Ja. Langsam, habe ich da einen Schlüssel? Du kannst auch die anderen anziehen, Sandalen. Nee, wir gehen hier, ja, nur kurz zum Auto. Wir fahren nicht mit dem Auto. Hier, du kannst auch die Schuhe anziehen, die da vorne sind. Hier, die Sandalen. Hier, deswegen sage ich das ja. Komm mal mit. Die nicht. Schatz, die nicht. Komm mit. Die Luisa. Hier, du darfst die hier anziehen, ja? Guck. Bitte richtig rum, ne? Bei denen, die ziehst du immer falsch rum an. Ja, so. Was lacht der da? Der liebt das ja, ne? So gießen. Ja. Ja. Er liebt es. Was denn? Nee, anlassen. Doch, kannst du anlassen, Schatz. Ich lasse ihn aber immer schwer, mit hier, ne? Festhalten. Das wird schwer, dass der es schafft. Ja. Guck mal, der hat schon zwei. Ich wollte ein Bild machen von denen. Was denn? Zwei Tomaten? Ja. Da kommen noch welche. Guck mal, da sind zwei. Da kommen bestimmt auch noch zwei. Aber das war ich ein Bild. Da oben noch mehr. Oder warte, ich mach noch mal so. Ach, falscher Schlüssel. Ey, junger Mann. Und wo ist das Öl? Oh. Habe ich da liegen lassen. Was machst du? Die muss man doch so. Ja, anders kriege ich es nicht auf. Muss ich rein? Wo ist es? Ist doch richtig, ja. Ist richtig, Schatz. Doch, das war richtig. Das war richtig, Baby. Gut, dann warte kurz, okay? Dann warte kurz.
Schau zu und lern, Karlitos. Da machst du den Motor auf und so. Ach so, ja. Also die. So, genug, oder? Ja. Machen wir erstmal ein bisschen was rein und dann prüfen wir gleich mal. Ach, sieht man hier, guck mal, genau die okay. Hälfte. Ja. Dann. Ich denke, das reicht. Aber gucken wir mal. Können wir jetzt nochmal prüfen, ne? So. Ne? Ich sag, jetzt. Das hatte ich ja gestern gar nicht gezeigt, aber braucht man noch nicht. Dann muss man noch. Ach, da wir ja nicht gefahren sind, dürfte es jetzt eigentlich das Original zeigen, weil es schlecht zu erkennen. Nee, ist schlecht immer. Weil er ja da drin steckt die ganze Zeit da, ne? Das schwimmt ja da drin. Gucken wir mal. Dario, du guck und lern. Guck mal, wie er guckt. Boah, der ist da total interessiert. Guck mal, wie der interessiert guckt. Der mag sowas. Ja, Dario. Ich kann ja gleich prüfen, indem man einfach den Wagen anmacht. Dann merkt er ja. Oh, sehr gut. Wie gut das? Kannst du mal draufhalten? Ich will den Leuten ja ein bisschen was erzählen. Ah doch, jetzt sieht man es so halbwegs. Du musst da drauf drücken. Ist der Fokus da? Nee. Guck mal drauf. Jetzt sieht man es gut. Genau, hier bis zu der weißen Linie ist Maximum, Minimum, ne? Und hier ist Max. Welche weiße Linie? Also hier sieht es aus, als wäre es eine weiße Linie, ach, aber so das ist nur das keine. Metall. Genau, es ist so geriffelt, so ein bisschen. Genau. Ja, also es ist, jetzt ist es ein sehr bisschen verwischt. Also es darf noch ein bisschen was rein, aber keine halbe mehr. Ich würde es aber so lassen erstmal, oder? Viertel noch. Wir sind ja sowieso, wir werden ja jetzt die Tage Ölwechsel dann machen, ne? Also muss man ja wieder. Ja. Jetzt bald. Und daher behalten wir das Stück und dann soll es mal genau. Wieder. Genau, aber da wird ja komplett ein Wechsel gemacht. Ja, ja, da wird, das wird sowieso jetzt wieder alles raus. So, dann nimm du mal, ich gehe mal kurz rein und prüf du mal. Also, Moment, die Kamera ist nicht richtig, das ist jetzt wirklich nur für die paar Tage, weil wir haben gesagt, das, also TÜV steht an, dann, wenn wir in den Urlaub fahren. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir wollen erst den TÜV und die Inspektion, ne, vorher machen und dann fahren wir in Ruhe, also mit einem besseres, also ich auf jeden Fall mit einem besseren Gefühl in den Urlaub. Der Fuchs nicht ganz da, so jetzt. Und dann kam aber halt auch dieses Problemchen dazu und dann haben wir gedacht, nee, das müssen wir erstmal beheben, ne, bisschen Öl rein und dann wird das sowieso nochmal gewechselt komplett, ja. Weil das bisschen, was da drin war, das sah wirklich, also sieht wirklich nicht mehr gut aus. Das muss raus, ja. Und dann kommt halt nur so ein ganzer Wechsel. Ich muss ihn noch mal kurz, ich mach zu und ja, guck mal kurz rein. Okay, ist aber weg. Ihr seht mich gar nicht, ne? Ich habe oben Kartons geholt. Na, mit der Kamera am Regen, wie bitte, sagt er. Carlitos, mir fehlen Kartons. Janito wollte es machen, aber jetzt ist er oben beschäftigt. Kommt er wahrscheinlich später. Ich brauche nämlich noch eins und habe gar keins hier. Jetzt mache ich noch eins. Ja, ich habe noch überlegt, ob ich nicht noch zum Roller fahre. Nach dem Essen, sagst du also? Boah. Aber Poco zum Beispiel hat ja nicht so lange, oder? Okay. So, drei habe ich jetzt gemacht. Es passiert dann schon mal, dass ich dann auch tagsüber, wenn eine Arbeit reinkommt, Bestellung oder wenn irgendwas zu tun ist, dann mache ich plötzlich, wie jetzt gerade. So, die stelle ich dann da vorne hin. Kann der, darf der Gianni dann machen, wenn er mag, ne? Ja. Er macht das so gerne. Und kann das auch richtig gut. Der ist da so schnell. Ich bin Profi, sagt er immer. Und Melina sagt jetzt jeden Tag immer zu Inliner. Ich sag mal, Melina, hältst du dich bitte fest? Du fällst gleich. Und manchmal hält die sich dann so komisch fest, dann weiß ich schon, sie fliegt gleich. Weißt du? Und dann sagt sie immer, Mama, keine Angst, ich bin schon Profi. Wem erzählst du das? Ich bin Profi. Darf ich mir dann immer anhören. So, guck mal eben. Also richtig gefallen ist sie noch nie, aber sie rutscht halt so weg. Ich halte sie ja, ne? Ich hab, 19. Okay, ich habe halt nur mehr Angst wie sie. Und ich bin dann wirklich schon, komm, schnell in Schwitzen. Das andere auch. Um die Kinder geht sowieso. Das andere auch. Okay, das heißt,
Könnte knapp werden nach dem Essen, ne? Also wenn ich beides gehen würde, dann eher nicht. Nee, beides wird schwer. Okay. Ich guck mal spontan. Ich melde mich dann einfach, wenn ich dann gehe. Ja, entweder dann morgen oder... Ach, morgen, Quatsch. Entweder später oder jetzt. Ich wollte keine 3 Tage filmen. Luisa, was machst du da? Ihr Lieben, wir haben gerade zu Abend gegessen. Und ich habe aber vergessen zu filmen. Ich habe ein bisschen für Instagram gefilmt. Und der Carlos... Und ich meinte noch, ach, ich hole mir bitte meine Kamera, dann filmen wir noch für YouTube. Und... Ja, dann meinte er, ja, nee, wenn das Essen auf dem Tisch ist, weil da waren wir ja noch am Kochen. So, und dann war es auf dem Tisch, wir haben gegessen. Und ist es süß? Süß, ja, ne? Und dann, haben wir vergessen. Ja, sehr lecker. Oh, wir lieben Popcorn. Ich wollte gerade einstellen. Wir lieben Popcorn. Ich habe Brokkoli gegessen. Hauptsächlich nur Brokkoli. Ich liebe es. Und mein Teller war so ein Berg. Super, super lecker. So, genau. Ich fahre jetzt zu Roller. Und Melina möchte mit? Das war viel, was ihr da habt. Popcorn und wie heißen die Puffer, ne? Die mochte ich früher total, diese Puffer. Das mag ich heute auch, aber früher war ich total verrückt danach. Mama, wieso sind da 2 verschiedene in einer Box? In der Box sind, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene. So, die Melina möchte gerne mitkommen. Melina, dann zieh dir die Schuhe an. Sag mal, wo ist eigentlich die Lu? Die Lu. Da ist die Lu. Ja, fährst du in den Urlaub oder was ist los? 2 Taschen, aha, schön. Wo geht es hin? Nein. Nein? Nirgendwo? Na komm, Lilian, zieh dir bitte die Schuhe an. Strickjacke mitnehmen. Oder richtige Jacke. Und ich... Mama, und heute haben wir atmen lernen. Oh, gar nicht? Mhm. Wie man das schreibt und so. Cool. Welche Schuhe? Straßenschuhe. Ja, die. Oder die anderen, aber ich würde sagen, die. Die lassen wir noch. Ja, ich hole noch eben meine Tasche. Ich nehme euch bestimmt so ein bisschen mit. Ich weiß halt nicht, ob da Musik läuft. Wenn ja, ist natürlich immer blöd, aber ich filme ein bisschen. Dann halt stumm. Nee, das kann man nicht aufladen wieder. Also nicht, dass ich wüsste, Melina. Meine Tasche hier. Genau, schon gepackt. Ich schnapp mir noch meine Strickjacke. Die nimmt die Mama. Ich nehme hier die. Ziehe ich gleich an. Genau. Also Carlos hat auch schon das Auto angemacht. Da stand dann gute Reise. Nee, gute Fahrt. Gute Reise. Bin auch nur am Reisen oder wie? Du siehst so aus, als würdest du jetzt verreisen. Ja, wie sehe aus, würde ich verreisen? Wandern gehen oder was? Dann komm, leg das mal ab und zieh dir mal noch die Strickjacke an. Am besten nicht die. Ja, hier, die kannst du anziehen. Das ist eine Regenjacke. Ist eine Regenjacke, ja. Kannst du auch anziehen. Autoschlüssel. Und die Kinder, die machen Kinoabend. Die gucken aber jetzt noch irgendwas anderes. Die sind ja gleich wieder da. Und dann gucken sie richtig. Deswegen Popcorn und alles, genau. Ich wollte Schlüssel holen. Schlüssel, was ist? Was ist? Darfst du? Okay, wo ist meine Brille? Im Auto, ne? Gianno, deine Flasche ist hier auf. Ui, ich mache ihn jetzt eigentlich. Holla. Boah, ist aber weich. Beeilung, Beeilung. So, wir sitzen in der Garage und ich hoffe, meine Brille ist hier, aber ich denke, ja, da ist sie doch. Bum, bist du angeschnallt? Ja, boah, du bist aber flott. Das war so schnell. Und los geht's. So, wieder im Auto, gerade in der Garage geparkt. Die hatten so viel Auswahl.
Das war so krass. Also Filmen war schlecht. Aber auf dem Häkelkanal Mary Crochet, da bekommt ihr auf jeden Fall ein Video dazu. Denn ich habe ordentlich viel mit it gefilmt. Nur muss ich halt drüber sprechen, weil wie gesagt, die Musik war an und das war so ein bisschen blöd. So, war ich echt überrascht. Ich wusste ja, dass die Wolle haben, weil ich habe da schon mal Wolle gekauft. Und zwar, als ich da dieses Bild gemacht habe, dieses von Carlitos und mir. Lieben, ich hocke hier draußen. Es gab eben wieder Erdbeeren. Und die Kinder meinten, ich soll gucken gehen, ob es noch grüne gibt. Ja, ich sehe hier noch welche. Oh ja. Da ist noch eine rote, sogar eine matschige. Und da ist noch mehr rot. Hat der Carlitos gar nicht gesehen. So ganz, ganz kleine. Nehmen wir die mal mit. Ja, immer. Ja, echt krass, dass wir noch Erdbeeren haben, oder? Und da sind noch mehr. Hat der Carlos gar nicht geguckt, richtig? Nee, die sind noch nicht ganz rot. Und da, da ist aber noch eine. Oh, die ist schon verfault. Da sind so viele gewesen. Boah, hier sind auch welche matschig da. Krass, wie viele Erdbeeren wir hatten. Und hier sind noch welche. Oh, hier ist noch eine ganz rote. Kann man die essen? Ich glaube, ja. Aber auf der anderen Seite ist noch ein bisschen hell. Lass mir die für morgen. Vielleicht war es auch der Gedanke von Carlitos, dass der dachte, lass mir die doch für morgen, die noch so ein bisschen, also nicht ganz rot sind. Aber krass, wie viele Ableger. Schaut mal hier. Hier, hier, richtig, richtig viel. Aber die muss man gießen. Man sieht schon, dass die sehr dunkel werden. Die ist auch eine große. So, jetzt gehe ich aber rein und bearbeite das Video. Deswegen beende ich das jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.